Ein Fliegerhorst in der Pfalz. Basis eines Jagdbombergeschwaders. Das Fernsehen darf passieren. An einem Sonntagmorgen im Mai. Muttertag. Kein Flugbetrieb. Die Phantoms stehen in Schutzbunkern, Shelter genannt. 30 Maschinen auf Abruf. Ihre Besatzungen sind im Wochenendurlaub. Eine Luftwaffenbasis im Dornröschenschlaf. Die Bilder täuschen. Die wichtigsten Leute sind entweder im Dienst oder leicht zu erreichen. Der vorgeschriebene Grad von Einsatzbereitschaft wird nicht unterschritten. An die 2000 Menschen arbeiten hier. Zivilisten, Wehrpflichtige, das Gros Berufssoldaten. Sie produzieren keine Waren, sondern Sicherheit. Ein oft gehörtes Schlagwort. Der Steuerzahler bringt Milliarden auf für diese, seine Sicherheit vor Aggression und Erpressung durch Waffengewalt. Millionenwerte allein auf dieser Jagdbomberbasis, 2000 Soldaten und Zivilisten anvertraut. Wie gehen Sie damit um? Was geschieht im Verteidigungsfall? Die NATO glaubt es zu wissen, durch Selbstkontrolle. Ende der Sonntagsruhe. Colonel Bossmann auf dem Weg in den Gefechtsstand des Geschwaders. Der 3-Tage-Test läuft an. Bossmann, ein Kanadier, ist Chef eines der multinationalen Teams, die die Einsatzverbände der NATO-Luftwaffen einmal im Jahr testen. Für den Ernstfall. Übergabe des Alarmbefehls. Good morning. Morning, sir. What was your name? Yes, sir. Don Lieutenant Colonel Bossmann from Montasi headquarters. How do you do? Your unit is now under tactical evaluation. And here is your alert message. Okay. Ja? Ja, ist Major Wandke, der Major Martels möchte sofort nach unten kommen. Überprüfung des NATO-Codes. Major Wanke, lösen Sie Alarm aus. Okay. Als erste treten die Sicherungskräfte der Basis in Aktion. Inzwischen werden die Urlauber zurückgerufen, im Schneeballsystem per Telefon. Innerhalb einer Stunde waren 30% eingetroffen, sagte man uns später. Die Alarmstufe erfuhren wir nicht. NATO hat mehrere, eskalierend vom einfachen und verstärkten bis zum allgemeinen Alarm. Dann Fall Orange, Fall Scarlet und R-Stunde. Einsatz nuklearer Waffen. Die Basis soll sich selbst verteidigen können. Fast jeder wird bewaffnet. 12 Stunden gibt das NATO-Team für den Rückruf des Personals. Eine Vorwarnzeit, die realistisch erscheint. Komm. 20mm Kanonen gehen in Stellung zum Schutz der Basis gegen Tiefflieger, der größten Gefahr in der Anfangsphase eines bewaffneten Konflikts. Der Aggressor muss und wird alles dran setzen, die gegnerische Luftwaffe schon am Boden auszuschalten. Colonel Lace, could you give us, Das NATO-Team arbeitet nach festgelegtem Drehbuch. Jeder der 30 bis 40 Prüfer ist Spezialist auf einem Gebiet. Von der Feindlage über Flugsicherung, Wartung und Einsatz, Wetterdienst und elektronischer Kampfführung bis zur aktiven und passiven Verteidigung. Jeder hat eine Checkliste mit jeweils 60 bis 80 Einzelposten. Jeder trägt seinen Teil bei zum Abschlussbericht, der Antwort geben soll auf die 4 entscheidenden Fragen. Wie hat das Geschwader auf die Alarmierung reagiert? Wie gut wurden seine Einsätze unterstützt? Wie wirkungsvoll waren sie? Und wie weit ist das Geschwader fähig, zu überleben? It went very well, sir. The facility is small, but they made the most use of what they had in that facility, and they ran their operation very well indeed, in a very professional manner. Panzerfaust. Wann fangen Sie denn mit der Panzerfaust an zu schießen? Auf welche Entfernung? Ja, 50 Meter. 50 Meter. 50 Meter. Ein britischer Prüfer fragt einen Bodenverteidiger ab. Was machen Sie denn jetzt, durch dass der Zaun da ist? Das ist ja an und für sich unmöglich.
mit der Panzerfaust zu schießen, ne? Durch den Zaun durch. If he fired at the fence, it would explode on the fence. That's right. Yeah. Mit der Panzerfaust kann man nicht durch einen Sicherungszaun schießen. Das NATO-Drehbuch sieht Störangriffe von Sabotagetrupps vor. Die Bodenverteidigungszentrale im Bunker. Wenn der Kampfkommandant Stärke etwa 15 bis 20 Mann unmittelbar vor den Kampf. Feindkräfte werden gemeldet im Bereich Anfahrt Charlie. Anfahrt Charlie. Ende. Die Basis muss beweisen, dass sie überleben kann, ohne fremde Hilfe. Weit im Hinterland. Wabe an alle, erhöhte Aufmerksamkeit, wir haben Schusswechsel bereits, Anfahrt. Ein begrenzter Einsatz, mehr wird nicht gefordert. Ungestört rollt der Flugbetrieb an. Die Luftwaffe nennt sich gern die Teilstreitkraft der ersten Stunde. Sie müsste die ersten Stöße des Aggressors aufhalten, während die NATO-Bodentruppen noch in ihre Positionen rollen. An Rasanz fehlt es hier nicht. Eine Phantom überquert die Bundesrepublik West-Ost mit Doppelschall in 10 bis 12 Minuten. Aber alle Starts müssen minutiös geplant, Jagdbombeeinsätze exakt mit den Bodentruppen abgestimmt sein. Das dauert seine Zeit. Informationen vor dem Start. Das NATO-Drehbuch wird in die Praxis umgesetzt. Intelligence sources report the interceptors, especially in the area of Pforzheim, Pforzheim and Würzburg. Feindliche Abfangjäger über Pforzheim und Würzburg, Jagdbomber bei Frankfurt am Main und Darmstadt. Mainz and Darmstadt. We get a new paratrop, south of Offenburg. This paratrop, feindliche Luftlandung bei Offenburg mit starker Luftabwehr. Is heavy defended by AAA. Sam and small arm fire. Gentlemen, ein Gebiet, das zu meiden ist. In our special area, the second German corps area. Ein Heeresoffizier erklärt die Lage am Boden im Korpsbereich. Sechs Feinddivisionen greifen dort an, wo das Zielgebiet liegt. Two rival divisions in the north, two in the middle are tank divisions, the 31st and 108th tank division. It's in your target area. And in the south we have the 77th and 33rd Mod Rifle Division attacking in the south area. Letzte Informationen zum Endanflug aufs Ziel. Einen Schießplatz. Base to final. Remember 350 on base, pushing up to 400 on final, and don't make the turn too loose, otherwise you will overshoot and the forward air controller won't clear you in hot. Dann ist es soweit. NATO-Prüfer fliegen bestimmte Einsätze in Begleitmaschinen mit. Ein typischer Jagdbomberauftrag. Unterstützung des Abwehrkampfes der Bodentruppen. Das NATO-Drehbuch sieht die Phase der Direktverteidigung vor. Das heißt, massierte Operationen über eigenem Territorium gegen lohnende Ziele. Dafür muss die örtliche, zeitlich begrenzte Luftüberlegenheit errungen werden. Nüchterne Sätze aus dem Einsatzkonzept für eine konventionelle Auseinandersetzung. Hinter ihnen steht der unbarmherzige Job der Jagdbomber, das Denken in drei Dimensionen als Routine. Wo hängt mein Rottenkamerad? Wo liegt das Ziel? Luftwaffe. Tiefkriechend nennen die Besatzungen ihre Taktik. Anfluggeschwindigkeit 750 km pro Stunde mit 750 Pfund schweren Feuerbomben. Napalm. Eine billig herzustellende Waffe, deren internationale Ächtung angestrebt wird, weil sie große Flächen unterschiedslos verwüstet.
hinauskurven aus dem Bereich der Abwehr über den Rhein. Rückkehr zur Basis. Ein Einsatz ist beendet. Hilfe aus der Luft. Fliegende Artillerie. Wird sie von bedrängten Bodentruppen angefordert, bleiben den Phantoms vom Anruf bis zum Eintreffen über dem Ziel maximal 90 Minuten. Anderthalb Stunden. Eine Zeitgrenze, die das NATO-Team genau kontrolliert. Wenn die Prüfer oder Checker, wie sie im Geschwader genannt werden, von einem Begleitflug zurückkehren, dann wissen sie, was sie getan haben. Fast ständiger Tiefflug, der höchste Anforderungen an Pilot und Beobachter stellt. Kurvenfliegen, Zielanflüge, wobei sich die Schwerkraft vervierfacht und verfünffacht. Unsere 5 bis 6 Pfund schwere Kamera wiegt dann ein Viertelzentner. Man sackt im Schleudersitz zusammen und versucht durch Pressen der Bauch- und Wadenmuskeln den Blutandrang in die Beine aufzuhalten. Die Arme werden schwer wie Blei und bei höheren Schwerkraftbelastungen kommt es zu Sehbehinderungen bis zum zeitweiligen Blackout, einer regelrechten Erblindung durch Blutleere in den Augen für Sekunden. Pilot und Beobachter stehen das durch. Sie haben ihren Einsatz auszuführen, genau wie die Checker in den Begleitflugzeugen. Im Yachtbomber wird es einem wieder klar, der Mensch ist nicht zum Fliegen geboren. Er muss sich dazu zwingen. Er wird dazu gedrillt. Checked in the rear and I'm ready. Roger, check again. Drill für einen Teststart. Pilot und Beobachter stimmen sich ab. Check beendet. All instruments in the green. Ready for takeoff? Ready. Okay, there we go. Okay, airspeed kommt. 70 knots. Good RPM, 100 knots. Triebwerkumdrehungen. 40, runs good. 60, 70. And abheben. Airborne. Gear traveling. Fahrwerk ein. Back flap. Klappen. Gear and flap up indication. Good RPM. Umdrehungen. 60 pitch. 60 Grad Steigwinkel. 370 Kilometer pro Stunde. Über 2000 Meter Höhe. Geschwindigkeit nimmt zu. Passing 7000 now. Die Ramp steht prima. And airspeed is increasing. Für 15:20 Uhr. Drill. Dann nehmen wir die, diktiert von der Technik. Die 62. Der Turnaround. Die 90. Gelandete Maschinen werden umgehend für neue Einsätze beladen. Und für 15:30 Uhr nehmen wir die 26. Die 22, die 94 und 75, 2000 mit Matra. Boah, ist hoch. Matra-Sprengbomben, 250 bzw. 500 Kilo schwer, werden im Shelter im Flugzeugbunker eingehängt. Ein eingespieltes Beladeteam, eines von über einem Dutzend, für Triebwerke, Klimaanlagen, Hydraulik, Elektronik, Navigation, Funk, Radar, Flugregler, Waffen, elektronische Abwehr. Gut! Hey! Gut! Über 30 Mann Bodenpersonal für eine Besatzung und ihren Einsatz. Gut! Thank you.
Das NATO-Team achtet auf Fehler, stoppt Zeiten. Wie schnell und präzise wird die Maschine umgedreht zum neuen Einsatz? Wie gut wird er von der Technik unterstützt? Sein Erfolg hängt zuerst ab vom Leistungsstand des technischen Personals. Längst brauchen die NATO-Luftwaffen eine rationellere, personalsparende Technologie. Sie ist so wichtig wie die Standardisierung der Waffensysteme. Solange beides in weiter Ferne bleibt, müssen NATO-Luftwaffen mit immer komplizierterer Technik einen hohen Preis für ihren Kampfwert zahlen. Ein Grund mehr für das Prüfteam, die Checkliste exakt abzuhaken. Streubomben sind eingehängt. 300 Kilo schwere Behälter, die viele kleinere, panzerbrechende Bomben ausstoßen auf genau berechenbare Zielgebiete. Die seit 1967 geltende NATO-Strategie der abgestuften Reaktion auf Aggression musste zu waffentechnischen Konsequenzen führen. Auch die deutsche Luftwaffe ging mit diesen kostenaufwendigen Bomben von der flächendeckenden zur punktuellen Zielplanung über. Das NATO-Drehbuch eskaliert. Eine gegnerische Basis soll angegriffen werden. Informationen zur Zielbekämpfung. Hallen, Kontrollturm. Have a look for your orientation and for the target elements. We couldn't say anything about the vulnerability of the ammo storage and of the POL because we have. Die Stärke der Schutzbetons im Munitions- und Treibstofflager ist nicht bekannt. Have you any question concerning the target in the target description? Keine Fragen. Okay, thank you. Keep your eyes open and good luck. General, the ground situation. Ein Heeresoffizier zur Bodenlage. Die Koordinierungslinie Luftboden verläuft am Rhein. We have the same FSCL along the River Rhine. Die vorderste eigene Linie 20 Kilometer weiter westlich entlang der Autobahn nach Süden. Enemy's main effort is along this axis. He formed a bridgehead here east of Mainz. Ein feindlicher Brückenkopf ostwärts Mainz. Eigene Kräfte werden gemäß Verteidigungsplan im Gegenangriff die Lage stabilisieren. And we will have a counterattack later on, so that the situation is stabilized here. The target area will be mainly the eastern part too, but in this area. Especially the ammo depot and the POL. Einzelheiten zum Angriffsverlauf. Munitions- und Treibstofflager als Sonderziele. Green flight, flying the same track. The delivery will be in the same manner as I just told you. When flying, bestimmte Gebiete sind zu meiden. Beschädigte Maschinen will der Angriffsführer am Sammelpunkt erwarten, nach Hause geleiten und gegen Luftangriffe schützen. If somebody got the battle damage, I will wait with my foreship over the rejoin point and will pick you up and guide you home as long as possible. We will try to defend you against attacks, especially against air attacks. Die Basis. In höchster Gefahr. Die Vorwarnzeit liegt zwischen 30 und 60 Sekunden. Rasanz der Luftwaffe. Blitz 3, Feuererlaubnis, Blitz 3, 3 nach 9, rot, Schluss, Feuererlaubnis. Kanadische Starfighter und deutsche Phantoms. Blitz
Ein Massenangriff. Vehement und demoralisierend. Ein Kriegsbild im Testprogramm, das der Wirklichkeit im Verteidigungsfall sehr nahe kommen dürfte. Der NATO-Teamchef lässt den Kontrollturm ausfallen, eine sogenannte Einlage, schriftlich fixiert. Die Geschwaderführung muss auf Behelfsmittel umschalten. Markiert das NATO-Team durch Rauchkörper. Versagt die Abwehr, können solche Tiefangriffe tödlich sein. Das NATO-Team erklärt das Treibstofflager als getroffen. Wie reagieren die hier eingesetzten Soldaten? Welche Maßnahmen treffen Sie, in welcher Reihenfolge, um die Schäden unter Kontrolle zu bringen? Jede Unsicherheit wird festgehalten für den Abschlussbericht. Kapitel Überlebensfähigkeit. Katastrophenalarm braucht nicht ausgelöst zu werden. Frage an den Teamchef Colonel Bosman. Kann der Testablauf alle Kriegsbedingungen und die Kapazitäten der Luftwaffen abdecken? Could the NATO tactical evaluation procedure cover all wartime conditions, all wartime capabilities of air forces? Right. Well, I think we succeed in covering most of the wartime procedures that Wir schaffen es, die meisten kriegsmäßigen Abläufe abzudecken, die in Frage kommen. An der vollen Darstellung hindern uns friedensmäßige Beschränkungen, zum Beispiel die Flugsicherheit. Im Kriege würde man bestimmte Risiken in Kauf nehmen, die im Frieden unannehmbar sind. There are certain risks that one would accept in wartime that certainly would not be acceptable in peacetime. We have restrictions on the airspace. Wir sind durch die Zivilflugzeuge beschränkt in der Nutzung des Luftraums, der uns im Kriege voll zur Verfügung stehen würde. Das Gebiet, das für uns am schwierigsten zu bewerten ist, sind die Ergebnisse eines feindlichen Luftangriffs auf die Basis. Es würde ausgedehnte Schäden geben, die Start- und Landebahn wäre vermutlich von Kratern übersät, Gebäude wären beschädigt und in Brand. Im Frieden können wir das natürlich nicht realistisch darstellen. Some of the buildings would be damaged and on fire. And in peacetime, of course, we cannot realistically simulate that. Allabendliche Besprechung des Teams. Der zweite Testtag war lang, der Chef will es kurz machen. We are at the end of the second day of our evaluation. And it's been a long day for all of us, so I'll try and keep this fairly brief. We've been very fortunate, it's been a good flying day. Es war ein guter Tag zum Fliegen. Einige Höhepunkte stehen zur Diskussion. Wie viele Einsätze waren es bisher? Gestern haben wir 79 Einsätze vorgeschrieben, geflogen haben sie 74. Heute haben wir 46 Einsätze vorgeschrieben, geflogen haben sie 36. Colonel S., could you give us some indication as to how the intelligence section supported the mission plan? Wie wurden die Einsätze geplant?
Wir haben sie genau beobachtet, in beiden Staffeln. Unsere Einschätzung ist, dass sie gute und gründliche Unterstützung in allen Fällen boten und ihre Möglichkeiten, auch die vorgeplanten Flugwege, sehr gut nutzten. Sehr gute Arbeit. Ein wichtiges Kriegsbild lässt das NATO-Szenario praktisch aus. Die Fähigkeit zum Nachtkampf wird nicht getestet. Friedensmäßige Beschränkungen mögen der Grund dafür sein. Aber wer weiß besser als die NATO, wie enorm hoch die Nachtkampfkapazität des potenziellen Gegners einzuschätzen ist. Der 24-Stunden-Kampftag wird am Boden längst geübt, von diesen Jagdbombern relativ selten. Im Testablauf ist eine Luftnotlage eingebaut, eine Crashlandung, wie sie jederzeit auch im Frieden vorkommen kann. Mayday, Mayday, Mayday. First shot out is Gypsy 30. Gypsy 30, teilweise beschädigt, Pilot und Beobachter verwundet. We have an emergency. The aircraft is partially damaged. Me and the KBO are wounded. Der Kontrollturm löst Crash-Alarm aus für ein Dutzend Bereiche. Achtung, 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 hier spricht der Kontrollturm. Luftnotlage. Ja, wir erwarten eine F4 mit Beschädigung. Pilot und KBO verwundet. Ich rufe die Stationen, ob verstanden. FSO? Feuerwehr? Fliegerarzt? SAR-Kommando? OVG? Crashcrew? Waffenmechaniker? Fahrbereitschaft? Setco, Einsatzsteuerung, Störbehebung. Approaching 1 mile, on course, slightly below glide path adjust. Der Lotse am Schirm des Präzisionsradars spricht die Maschine herunter. Der Pilot folgt seinen Anweisungen. Der sicherste Weg zur Landung. Half a mile touchdown, again on glide path, on course. Over the approach lights, on course, on glide path. Over end of runway, on course, on glide path. Approaching GCA touchdown, on course, on glide path, over GCA touchdown now, complete your full stop landing. Blue wind safe down, contact tower, channel 14. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der NATO-Test bereits zergliedert in eine wachsende Zahl von Einzelaktionen. Gestützt auf das Drehbuch wurden bestimmte Probleme eingekreist, von außen, von innen. Ein scheinbar verwirrendes, mosaikartiges Bild ergibt sich. Konturen beginnen sich abzuzeichnen, erste messbare Daten lassen sich ablesen aus den Reaktionen der Menschen und den technischen Abläufen. Erste Antworten auf die allein entscheidende Frage des Tests, dieses Geschwader, wie funktioniert es im Verteidigungsfall? Oder, zivil übersetzt für den Steuerzahler und etwas banal, ist solch ein Geschwader sein Geld wert? Ist es zum Beispiel dieser Pilot? Ein Top-Jobmann, wie es in der Werbung heißt. Sein Gehalt liegt weit unter dem eines zivilen Jetpiloten, seine Leistung wohl kaum. Gar nicht zu reden von der Pflicht, sein Leben einzusetzen. Jede Bewertung wird von den Maßstäben bestimmt. Für das NATO-Team zählt nur Leistung. Der Test nimmt schärfere Formen an. Das Team lässt den Geschwadergefechtsstand, das Nervenzentrum, ausfallen. Seine Funktion muss ein Staffelgefechtsstand übernehmen. Verzugslos. Hallo. Okay, wir übernehmen. Ja. Okay, wir... Herr Pieper, machen Sie die Durchsage. Einsatzsteuerung anrufen. Einsatzsteuerung. 611. Also, du rufst den Vermeldeoffizier an. Erster Staffel übernimmt also. Okay. Ja, Geschwadergefechtsstand ist ausgefallen. Bitte durchgeben. Herr Anosik, Abgleich durchführen mit Boards wegen der Maschinen. Welche Maschinen zur Verfügung stehen, welche im Turnerraum sind. Hier ist erste Geschwadergefechtsstand. Herr Anosik, rufen Sie mal die erste Staffel, die zweite Staffel nochmal an, damit die Schedule abgleichen.
Ein Atomschlag wird angenommen. Die radioaktive Streuung berechnet. So, wir sind da im Bereich 1. Und das ist eine Entfernung von 45 Kilometer, also sind wir betroffen. Jetzt muss man gerade die Zeit noch ausrechnen. Wir hatten eine A-Detonation. Das ist in der Nähe von Birkenfeld von 100 KT. Die Eintreffzeit hier im A-Bereich bzw. auf der Basis ist um 12 Uhr Zulu. ABC-Alarm. Ein Angriff mit atomaren oder chemischen Kampfmitteln steht unmittelbar bevor. Außerhalb der Schutzräume darf nur noch einsatzwichtiges Personal arbeiten. Auf besonderen Befehl. Simulierter Sprühangriff mit chemischen Kampfstoffen. Der Warschauer Pakt verfügt über große Mengen davon. Seine Soldaten werden in chemischer Kriegführung drillmäßig ausgebildet. Bei der NATO hapert es schon bei den Spürtrupps. Was bedeutet das? Verfärbung auf Gelb, beziehungsweise hier Ockerfarben. Was machen Sie jetzt als nächstes, wenn Sie eine Verfärbung des Kampfstoffspürpapiers feststellen? Als nächstes wird dann jetzt schon jetzt hier an mit Carbonsarin. Gut, führen Sie das durch. Nur ein geringer Prozentsatz des Basispersonals ist mit Schutzanzügen ausgerüstet. Radioaktive Strahlung kombiniert mit chemischer Verseuchung, das ist der Albtraum des Ernstfalls. Vision der Apokalypse. Entgiftung, Entseuchung, Entstrahlung von Mensch und Material. Die letzten Abwehrmittel im Einsatztest. Das NATO-Szenarium hat seine Grenze erreicht. Ein Atomschlag, der die Basis direkt trifft, ist nicht mehr darstellbar. Das Geschwader hätte aufgehört zu existieren. Die R-Stunde hätte geschlagen, die Release Hour, der Auslösezeitpunkt atomarer Massenvernichtungswaffen. Niemand weiß genau, was dann geschieht. Man nimmt an, dass sich Verseuchung in geringer Dosis bekämpfen lässt, schon mit Wasser. Der extremste Test der Fähigkeit zum Überleben. Die Stiefel abbürsten in der Lauge, danach in klarem Wasser abspülen. Als nächstes Oberbekleidung ablegen, Handschuhe ablegen, danach Unterbekleidung ablegen. Schutzmaske bleibt noch auf. Danach ins Duschzelt, gründlich abduschen mit Bürste. Als nächste Station käme die Nachkontrolle der linken Seite im Duschzelt. Erste Hilfeleistung, anschließend Empfang von neuer Begleitung und abrücken. Um 12.55 Uhr Zulu betrug die Strahlung 151 Rad pro Stunde. Meldedosis weiterhin 50 Rad. Die Ablösung des im Freien arbeitenden Personals ist um 13.10 Uhr Zulu durchzuführen. Exercise, exercise. Verstrahlte Soldaten der Bodenverteidigung, so die Annahme, deren Messgeräte die Meldedosis angezeigt haben. Unverbrauchtes Personal wird sie ablösen. Langsam lässt die Streuwirkung des simulierten Atomschlags nach. Die Strahlung betrug um 13 Uhr Zulu 149 Rad pro Stunde. Die Dosis betrug 45,5 Rad pro Stunde. Exercise, exercise. Eine Phantombesatzung mit einem Sonderauftrag, der auch während des ABC-Alarms ausgeführt werden muss. Das Prüfteam strapaziert die Einsatzfähigkeit des Geschwaders bis zum Äußersten.
einen Jagdbombereinsatz zeitlich gerafft. Der Kampfbeobachter spricht mit dem Piloten. Die Navigationsmittel, die Borduhr, die Karte mit dem Radar-Echobild zum Vergleich. Ground speed 450 knots. Der Bordkompass. Die Besatzungen kennen ihre Einsatzräume, die Flugwege und Flugzeiten. Sie haben es immer wieder geübt. Die Zielkoordinaten sind eingegeben, der Kurs vorausgeplant, die eigene Luftabwehr ist unterrichtet. Nun kommt es auf präzises Fliegen an, sekundengenau bis zu den Wendepunkten. Sonst droht Abschuss durch eigene Abwehrraketen. Okay, I switch over to 10 mile scope. Der Beobachter schaltet um auf den 10-Meilen-Radarbereich. Target is appearing in 10 miles. Das Ziel erscheint auf dem Schirm. Turn left 057. Linkskurve 57 Grad. Stand by for time hack. Time hack now. Ausführung. In 1 minute right turn heading 160, 3000 feet for 9 minutes and 25 seconds. In einer Minute Rechtskurve 160 Grad in 900 Meter Höhe für 9 Minuten und 25 Sekunden. Höchste Konzentration. Der Zielendanflug wird eingeleitet. Okay, recheck is good. Der Beobachter hat noch einmal gecheckt. Sekundengenau muss die Rechtskurve angesetzt werden. Turn right now. Heading Ausführung. Kurs 160 Grad. Descending 3000. Okay. Im Endanflug mit 750 Kilometer pro Stunde in 35 Meter Höhe. Kanonen schießen. Wahlweise 4000 oder 6000 Schuss pro Minute. Das Visier des Piloten mit dem Punktziel. Zum Schluss Übungsbomben. Jagdbomber führen auch Lenkflugkörper mit, die ihr Ziel selbst suchen. Ihre Fernseh-, Laser- und Hitzesuchköpfe arbeiten aber bei schlechtem Wetter nicht mehr zuverlässig. Und 40% der Tageslichtzeit in Mitteleuropa ist Schlechtwetterzeit. Für Punktziele bleiben dann nur noch die teuren Streubomben. Alright then, MBC Non-Specialist Training and Proficiency. Das NATO-Team stellt den Abschlussbericht zusammen. Kapitel Überlebensfähigkeit nach ABC-Alarm. Der Teamchef möchte wissen, ob die gute Beurteilung des Drills allgemeiner Standard ist. Es gab kleinere Abweichungen und manchmal ist es eben so, dass man gerade die beiden findet, die überhaupt keine Ahnung haben. It's a certain gentleman's law which dictates that you're going to find the odd two who don't know anything about it. Yes. Standard situation then. The reaction of personnel. Die Alarmreaktion des Personals war sehr gut und zeigte lobenswerte Motivation. Ja, jedes Teammitglied war davon beeindruckt. Dann verkündet Colonel Bosman das Abschlussurteil des Teams. Auf 4 Punkte kam es an. Alarmreaktion und Rückrufaktion sehr gut. Schlüsselpositionen wurden rasch besetzt. Gute Stabsarbeit sicherte schnelle Umstellung auf Kampfbereitschaft. Einsätze, zufriedenstellender Leistungsstandard. Gute Anleitung, Geschwaderführung hat die Lage jederzeit beherrscht.
and remained in control of the situation at all times. In support functions, Einsatzunterstützung, gut geplant und kontrolliert, der Klarstand der Maschinen blieb hoch und Mängel wurden schnell behoben. And any unservice abilities were quickly corrected. Inability to survive, Überlebensfähigkeit, gut koordiniert und geführt bei allen aktiven und passiven Verteidigungsorganisationen. In summary, although a few minor problems were apparent, your combat readiness and mission. Zusammengefasst, obwohl kleinere Probleme auftauchten, entspricht Ihre Kampfbereitschaft und Einsatzfähigkeit dem hohen Standard, den das alliierte Oberkommando Europa gesetzt hat. Uns hat besonders die Moral und Begeisterung Ihres gesamten Personals beeindruckt. Ich danke Ihnen für die Gastfreundschaft und Kooperation, die unsere Aufgabe erleichtert hat. Viel Glück und bis zum nächsten Jahr. Das Geschwader hat es hinter sich. 3 Tage Probe auf den Ernstfall, den niemand von Ihnen in Wirklichkeit erleben will und mit dem doch gerechnet werden muss, solange Politik mit Waffen gemacht wird, wie seit Menschengedenken. Sie können mit sich zufrieden sein. Ihr Geschwader hat funktioniert im Stress des Einsatztests. Es ist sein Geld wert. Frage an den Kommodore Oberst Pacholke. Würden Sie eine Vorhersage für den Test im nächsten Jahr wagen? Das ist natürlich schwierig. Das hängt von verschiedenen Dingen ab, wo wir im nächsten Jahr stehen. Bei uns wechselt das Personal und wir haben natürlich weiterzuarbeiten. Ich meine aber, dass wir aufgrund der Erkenntnisse, die wir aufgrund dieses Einsatztests gewonnen haben und der Hinweise, die uns das Team gegeben hat, wissen, wo wir zu arbeiten haben, wo wir anzusetzen haben. Denn man wird natürlich in der eigenen Arbeit sehr leicht betriebsblind. Insofern, meine ich, haben wir gute Aussichten, unser Ergebnis zu verbessern. Schlusswort eines Steuerzahlers. Warum hat nur die Luftwaffe solche Einsatztests? Was ist mit Heer und Marine?